Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls Remastered hier auf meinem Kanal. Ja, eine lange Level-Session habe ich jetzt hinter mir und ich habe jetzt nicht, wie angekündigt, Ornstein und Smaug die ganze Zeit gelegt, sondern ich bin eine bestimmte Farming-Route abgelaufen. Und zwar hier in dem Raum den Silberritter besiegen, dann den Schwertkämpfer hier vorne besiegen. Ja, genau, der kommt jetzt auf uns zu. Ja, komm, ich möchte weiter erklären, lieber Schwert-Spacko. So. Den besiegt und die beiden Heinis hier drinne besiegt, sind insgesamt 4000 Seelen. Das Ganze habe ich jetzt etwas mehr als 75 Mal gemacht. Das sind über 300.000 Seelen. Ja, allerdings habe ich das gemacht, nachdem ich schon mal knapp 240.000 Seelen verloren habe. Denn ich habe die ganze Kacke jetzt hier zweimal machen müssen fast. Ja, bin zweimal zu ungestüm gewesen. Bin hier mit 240.000 Seelen bin ich hier reingegangen. Der Typ hat mich umgehauen. Ich dachte mir, oh komm, die Seelen holst du dir wieder. Bin wieder hier reingegangen. Tot. 240.000 Seelen weg. Aber gut, danach hat es Gott sei Dank geklappt. Und ja, leveln wir. Jetzt könntet ihr sagen, ey, warum hast du denn nicht einfach gelevelt? Ja, hätte ich machen können, aber ich wollte euch das zeigen, worin ich level und euch nicht einfach vor vollendeten Tatsachen setzen. So, also, verschwenden wir mal unsere Seelen. Vitalität auf 20, Kondition auf 30, Beweglichkeit auf 30. Und, ja, so wird es jetzt weiterlaufen. Das ist unser Bild. Ich habe allerdings auch schon Geld ausgegeben beim Riesen da hinten, weil der verkauft ja große Scherben. Und davon habe ich auch schon ein paar gekauft. Ja, seitdem wir Ornstein und Smaug besiegt haben und das Herrschergefäß haben, können wir auch teleportieren, beziehungsweise wir können es auch per Teleportation weiter fortbewegen. Allerdings gehe ich jetzt erst nochmal zum Riesen zurück. Denn, ja, dort kaufe ich noch ein paar Scherben mehr. In Kohle ist ja noch genug vorhanden. Also, Seelen. Und wenn wir das dann haben, dann können wir auch weitergehen. Ich sehe auch gerade, mein Handy blinkt. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr 3 Stunden auf eine Antwort von jemandem wartet und ihr gerade angefangen habt, in dem Fall jetzt 3 Minuten 24, ihr gerade was angefangen habt und dann auf einmal diese Person schreibt, ja, jetzt musst du dich leider noch ein paar Minuten gedulden, knapp 20, dann schreibe ich dir auch zurück. So, auf zum Riesen, yay, wie freue ich mich. Knapp 500.000 Seelen heute gefarmt und ich sag euch, es macht keinen Spaß. Irgendwann ist dann auch mal gut. Okay, jetzt kann ich später zum Blitz-Uchigatana umwandeln, Waffe verstärken. Brauche ich ja gerade gar nicht. Also kaufen wir noch ein paar Scherben. 6 an der Zahl. Tier kaufen wir auch noch. Reicht dann auch. Ja, Comeback soon, alles gut. Jetzt werden wir allerdings erstmal zu Quilak runter teleportieren und uns um den nächsten... Nein, wir müssen erst zum Feuerbandschrein. Und dort wird jetzt ein neuer NPC aufgetaucht sein. Warum gehe ich eigentlich hier lang? Ach ja, stimmt, weil hinten gefährlicher ist. Ja, und krieg hier trotzdem aufs Maul. Ach,
Gott, was ist denn los? Mein Timing ist mal wieder vorzüglich hier in dem Spiel. Komm, lauf, 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 lauf. Noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir ins Endgame reingehen. Was mich auch echt hart Nerven kosten wird, das sage ich euch jetzt schon. Ach, fuck, jetzt könnt ihr ja hier durch. Gibt ja kein Nebelgate mehr. Schneller, komm runter, lieber Aufzug. Dankeschön. So, da hinten habe ich schon ein paar Sachen weggeschmissen. Hier waren wir ja schon. Leuchtfeuer rasten. Teleportieren, Feuerwand schreien. So. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? Ja. I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Ja, es hat uns verschlungen und führt uns ja, zu einem großen Gefäß. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now. So, können jetzt Herrschergefäß platzieren. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, in 4 Endgame-Gebiete gehen, um 4, wie heißt das jetzt? Lord Souls, glaube ich, zu besorgen. Und wenn wir diese 4 Lord Souls besorgt haben, geht dort eine Tür auf und dort hinter erwartet uns der finale Boss. So, das haben wir also. Jetzt gehen wir uns noch einen bestimmten Ring holen. Very well. As Kingseeker, I shall now instruct you to achieve your fate. Fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Brave Lord Nito, the Witch of Izalith, the 4 Kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. Seath is Arschloch, meinst du wohl. Required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Ja, jetzt
Jetzt wissen wir ja, wen wir alles so töten müssen, ne? So, als erstes geht's mal in Richtung Schmied. Denn da müssen wir hin, denn dort gibt's die beiden Ringe, die ich gerne hätte. Beziehungsweise einen davon brauche ich unabdinglich. Und ja, der andere ist halt nice to have und ja, kommt meinem Spielstil zugute. Und bei dem einen werde ich aber harte Probleme bekommen, weil ich ja schon vor einigen Folgen mal gesagt habe, dass es hier so einen Gegner gibt namens Sif, mit dem ich nicht so wirklich zurechtkomme, wegen seinen Angriffsmustern. Komm, geh auf. Ich bin immer noch sauer auf euch, Pisser, dass ihr mir euer Schwert nicht gedroppt habt. Aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? Wenn ich mich auch recht erinnere, gibt es nur noch einen einzigen Ort, wo man, ja, gut leveln kann. Dieser Ort ist auch dahin, wo wir hingehen, also ist dort in der Richtung, wo wir jetzt hin müssen. Aber die Methode mit den Silberrittern ist einfach, ist einfach besser. Wirklich, ist einfach viel, viel besser. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Also go. Wir kümmern uns jetzt um Ring Nummer 1. Ja, wenn ich hier durchkomme. Ah, Mann, ey. Wo ist denn der? Ah, da, ich wollte gerade sagen, wo taucht denn der jetzt auf nochmal? Roter Blumen, oh Mann, ey. Ich brauche lila Moosklumpen, Leute, damit ich farmen kann. Ich brauche noch mehr Scherben. Moment, ich bin schon an meinem Ziel vorbei. Hier gibt's den Ring, den ich haben will. Ne, falsch rum, hier muss ich runter. Übrigens, da ist die Burg, auf der wir uns, beziehungsweise die Burgstadt, in der wir uns die ganze Zeit bewegt haben. Und da hinten ist die Echse, die wir in einer der früheren Folgen, ja, nicht kümmern konnten, weil sie verschwunden ist. Funkeltitanit, grauer Brocken, sehr geil. Nehme ich. Hier unten gibt es übrigens auch noch einen Black Knight. Ich glaube, der hat eine helle Bade, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ein Speer. Pff, eins von beiden auf jeden Fall. Nein! Oh! Kacke! Was hat mich denn da geritten? So, wünscht mir Glück, denn der Gegner ist nicht ohne. Wenn man sich allerdings vernünftig verhält ihm gegenüber, sollte der nicht das Problem darstellen. Trotzdem, der haut ziemlich hart zu. Und die Rüstung von ihm haben wir auch schon und die Waffe auch. Einige von euch wissen es ja eh schon, wer kommt, weil ihr das Spiel kennt. Die anderen erinnern sich vielleicht, was ich in Arno Londo gesagt habe. Da ist er. Der gute Havel. Yep. Der haut ziemlich hart zu. Aber man kann ihn backstabben. Das ist der große Vorteil. Großer Nachteil an Havel ist, der ist halt auch schnell. Und ich kriege ihn nicht gebackstabbt. Jetzt aber. Unterschätzt Havel nicht, Leute. Und da haben wir ihn. Das ist der Ring, den ich meine.
Das ermöglicht uns, noch schwerere Lasten zu tragen. Sprich, eine schwerere Rüstung zum Beispiel. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder nach oben laufen. Aber ich werde mich erst an den Ring gewöhnen dürfen, wenn ich den nächsten Ring habe und dann auch einen gewissen Gegner besiegt habe. Weil der Ring Pflicht ist, der demnächst kommt. Den haben wir ja schon getötet. Komm, bevor der hier rechts... Ups. Hallo. Danke. Roter Moosklumpen, ey. Ich komme nicht mehr zum Farmen. Also zum Scherbenfarmen meine ich jetzt. So, das ist das Item, was wir für 20.000 Seelen beim Ritter gekauft haben. Ach, beim Ritter, beim Schmied gekauft haben. Und hier setzen wir uns hin, denn es geht erst in der nächsten Folge weiter. Ich weiß, die Folge ist kürzer als sonst, aber das würde sonst zu lange dauern. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.